Sehr, sehr schön. So, starten wir das Ding nochmal. Jetzt läuft es da gerade nach oben. Ja, das war's. Sehr gut. Jetzt kann ich runter. Kann ich das denn trotzdem nochmal starten? Ja, ich kann das immer noch starten. Sehr gut, weil ich möchte nämlich jetzt nochmal wissen, was passiert, wenn ich das ganz rechts durchlaufen lasse. Also wenn ich jetzt den hier wegmache. Und bestimmt auch nur ein Monster. Aber mal gucken. Das sollte nicht so weitergehen von Mike, glaube ich. So, und hier muss ich das Ding auch einmal kaputt machen. So, und jetzt starten wir das Ganze nochmal. Vielleicht kommt ja auch wieder nur ein Monster. Vielleicht aber auch was Cooles. Wir werden sehen. In ein paar Sekunden werden wir wissen. So. Ja, ein Monster. Wer hätte das erwartet? Enemies. Enemies. So, Kasse ist weg. Okay, sehr gut. Gib mir mehr Damage. So. Genau, den Auto-Hitter mal ein bisschen. Cool. So. Gut, dann nehmen wir uns hier jetzt mal die Kiste. Wolfsgeist. Hm. Den bekommt ihr den doch. Großmonster, später den. Okay. Da geht's jetzt runter, dann geht's da lang und jetzt können wir gleich hier raus. Und jetzt kriegen wir Rot. Und zumindest mal rings hat sich geändert. Upp. So, Volt beschwöre ich, wenn ich den roten zerstöre und danach wahrscheinlich dann noch den anderen Chip mache. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall einmal. Geh weg. Verziehen Sie sich bitte, danke. So, ich möchte eigentlich. Ich möchte eigentlich mit in die Eingangshalle zurück, deswegen stürzen wir uns mal hier runter. Dann sind wir eh von direkt in der Eingangshalle. So, dann möchte ich nämlich da oben noch rein. Nein, nein, nein! Ah! Ich switche auch gleich. Gehen Sie bitte weg, danke. Sehr gut. Ja, ja. Nicht fallen. So. Ach, komm schon. Wenn wir beim kleinsten drücken. Kann ich euch jemand lenken? Ja, das bringt mich noch mehr. Das tötet mich nur noch mehr. Fadenkreuz lenke. Bitte, danke. Nochmal. Alter, das ist nervig. So. Noch ein Blitz. Danke. So, jetzt kann ich noch hier hin, kann die Tor aufmachen und mir noch Superschienen holen, die sind doch hundertprozentig für. Nicht für. Mann.
Ausrüstung. Regal. Mehr Damage davon. Ja, die drei weniger Verteidigung, die sind leider. Gut, okay. Das war dumm. Aber egal. Strike. Sehr gut, Prusse, er kriegt noch ein Level up. So. Okay, bevor wir jetzt das Ding aber zerstören. Technik, Rain, Nurse. So, Items. Ach, Quatsch, das ist ja was bei euch. So. Das ist ein Team wieder her. Durch Magie schwächt die doch die 25%. Gut. Na dann. It's finally time. Here I go. It's just like before. What the hell is he saying? Sheena, calm down. I'll translate. I am one who is bound to Mythos. Who are you? Mythos again? How could he make pacts with summon spirits in both Tethe'ala and Silverant? Hmm, yeah. Maybe Mythos went back and forth between the worlds with a Riard as well. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos. And establish a new pact with me. He says that his pact with Mythos is broken, but he no longer desires a pact. Why? I will have no more dealings with people. Therefore, I desire no pact. No! We need your help! Sheena, be careful! Everyone, watch out! This is just like before! Sheena, get a hold of yourself! But... Volts, just lost his faith in people. Make your vow and try forming a pact one more time. You can do it, Sheena. Corinne! I'm sorry, but I couldn't be of more help. No, Corinne! Don't die! Sheena, subdue Volt by force! Don't let Corinne's effort go to waste! Otherwise, you'll spend the rest of your life haunted by Volt's shadow! For the sake of everyone that risked their lives to protect me, Volt, I demand your power! Let's get rid of him quickly! So, starten wie immer mit einem magischen Auge. There! Ready? Field barrier. Tate, here we go. Psy Tempest. Punishment. Fire Seal. Photon. You ready?
Oh, Photon Tempest. Sehr schön. Dodged. Hunting Beast. So. Sonic Sword Ring. Nope. Wait. Are you okay? Sonic Sword Ring. Sehr schön. Oh. Das ist viel Damage gewesen. I call upon the ruler of Hellfire. Help us on the way. Summon me. Come, Ifrit. Ifrit. I will reduce. Alright, this is weird. Devastation! Beast! Gut, ich hab nur einmal Damage gekriegt, das ist in Ordnung. Hunting Beast! Help is on the way! Nurse! Mach sie mal wieder Nurse, das ist gut. Kannst du eh auch nicht. So, danke. Oh nein, das kannst du vergessen, mein Freund. Sehr gut. Ah, okay, jetzt ist es down. Ah, easy peasy. Smaragdring, Level up für 3 Leute und... Volt says, make your vow. Just like I said. For the sake of everyone that risked their lives to protect me. And for Corinne's sake as well. I want to save both worlds. The vow has been made. I entrust my power to the Pact Maker, Sheena. Good job. What's happening? A link between the two worlds has been severed. Wait, I'll translate. The two opposing forces of mana were severed just now? What does it mean for the mana flow to be severed? Mana flows from the world in which the summoned spirits sleep to the world in which the summoned spirits are awake. This is the first time the summoned spirits have been awakened in both worlds at the same time. Because of this, the mana connecting the two worlds has been eliminated. Does that mean that Silveront and Tethe'ala have stopped competing for each other's mana? I do not know. The only thing certain is that the flow of mana between the worlds has been severed. Yes. Eventually, the world shall separate. You mean the two worlds will split apart? That's perfect. Then they'll stop competing for each other's mana. There are 5 seals in Silveront, and since there wasn't a summon spirit at the 5th seal, we should be able to sever all of the mana if we awaken the summon spirits that correspond to the other 4 seals. Maybe. So, if we awaken Tethe'ala's summon spirit, we'll save Silveront without having Tethe'ala go into decline, right? At the least, the mana connecting the worlds will disappear, and the two worlds will separate. I see. So the seals serve as a link between the two worlds. We owe it all to you, Sheena, and Corinne as well. Huh? Because the two of you risked your lives to form the pact with Volt, we now know what the seals do. That's right. It's thanks to both of you. Corinne, thank you. Erhalten Korins Glocke, erhalten Sardonyx und Sheena Land Lightning, Summon Lightning.
Danke. So, also Status China hat den Titel Beschwörerin bekommen. Sehr gut, mehr TP und mehr Hint. Ein Geschenk vom Geist der Blitze hilft bei der Suche nach einer Seelenverwandten. Okay. Verringert den TP-Verbrauch um ein Drittel. Oh, den kriegt China. Nee, warte mal, den kriegt Rain. Ressourcen, Rain. Der hat das vollkommen Lade. Ein Drittel ist viel. Holy moly. So, jetzt gehen wir hier noch raus. Ach Gott, der mit. Ach ja, hier vorne gibt es ja auch immer noch. Das ist jetzt echt nur. So, jetzt haben wir mal hier wegkratzen, hier die Viecher. Ich hab noch rot, dann hole ich mir auf jeden Fall noch den roten Shit. So. Fertig. Mal sehen. Da ist gelb. Gut, die Primate. Da unten. Au, au. Na, ein bisschen zu weit. Oh, Level 3 Gang. Aber kann ich mit Rot auch Gelb zerstören? Da, weil das ist ja höher eigentlich von der. Das geht nicht, ne? Nee, ist auch egal. Ganz ehrlich, das eine Item wird mich nicht umbringen, wenn ich es nicht habe. Mein Gott. So. Du hast es geschafft, den Verunglück zu schließen. Glückwunsch, China. Ich danke dir. Visionaria, zeig deinen Blick auf diese Karte. Das Signal. Kam aus dem Meer südöstlich von hier. Dort befindet sich eine fjordartige, von Eis bedeckte Gegend. Das soll eigentlich zum Stützpunkt der Abtrünnigen sein. Keine Sorge, ich gehe. Ja, okay. Dann geh mal vor. Dann geh mal vor. Ja, so. Tucken wir jetzt mit dem Schiffchen noch einmal wieder dahin, wo wir hin müssen. Komm ich hier durch? Nee. Wie sieht's hier aus? Komm ich hier durch? Ja, das geht. Aber nur bis hier hin, ne? Ach, komm, nee. Gehen Sie beiseite. Natürlich nicht. Rainers. Items. So. Stützpunkt Tethiada. Mhm, wir haben es eigentlich, deswegen geht es jetzt auch rein.
Okay, was ist ja das denn jetzt? Bitte. Nein. So, die Zeit ist knapp. Ich mache es kurz. Der Riot-Hangar ist im inneren Teil der Anlage. Es gibt einen Zugang zum Hangar. Klingt wie ein Kinderspiel. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt selbst wenn ihr zum Hangar kommt. Es soll geschlossen sein. Ist verriegelt. Ja, um das Schloss zu öffnen, müsst ihr einen Code eingeben. Ich bedauere, wir haben wirklich einen Code nicht in Erfahrung bringen können. Ach, schön. Drei Codes gibt und dass jeder Code im Besitz eines anderen abtrünnig ist. Ja, super geil. Wir müssen also diese drei also erwischen, dazu bringen sie kurz zu fragen. Ja, ich werde zur Unterstützung hier bleiben. Wenn ihr das braucht, sagt Bescheid. Noch etwas. Okay, alles klar. So. Das hier ist ein Shop, oder? Ja, sehr gut. Wundergel. Oh, ich kann mir endlich Wundergel kaufen. Perfekt. Überflüssige Waffen verkaufen. So. So, der kann auch weg. So. Ah, es ist wieder dieses Blitzdings. Aber gut, hier wird jetzt gespeichert. Und dann beenden wir jetzt hier als erstes einmal die Aufnahme. Oder rein.